Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid zu Shadowrun Return. Und wir sind jetzt hier auf der Straße und können jetzt ja irgendwie umgucken. Hier wäre noch Vlad, wo wir hingehen können. Wir werden uns aber. Ja, keine Ahnung. Holy Smokes. Das ist eine Bar. Aber ich glaube, wir sollten mal erstmal hier hingehen. Hält der Bus hier? Ich glaube nicht. Hier ist noch eine Nutte. Also das ganze Spiel, muss man so sagen, ist, ach komm, mal hinlaufen. Nicht gerade so, für Softies. Also hier ist es schon ziemlich, wie soll man sagen, ziemlich hart, rau und, ziemlich krass. Und, ja. Wollen wir mal mit Vlad reden. Der Mann beobachtet dich, als du dich näherst. Du siehst in seinen von Drogen vernebelten Augen, wie er mit der Entscheidung ringt, wegzulaufen oder sein Mann zu stehen. Was bist du für einer? Hey Mann, geht's dir gut? Ja, nein, ich hab was gesehen, aber er wird dich umbringen. Beruhig dich, ich bin Atamon, wie heißt du? Ich heiße Vlad. Vlad, das sind deine echten, Vlad, das sind echt schicke Tattoos. Bist du ein Schamane? Ja, ich bin ein Schamane. Habe ich mir nur gedacht, Vlad, was hast du gesehen? Gesehen, ja, ich habe was gesehen. Letzte Nacht habe ich einen Geist gesehen. So dunkel, so fremd, dass Vlad verstummt und schüttelt sich. Was? Wo hast du einen Geist gesehen? Direkt gegenüber von der Sesame Street Union. Er ist jetzt fort, Vlad. Er wird dich nicht töten, bist sicher. Danke, ich glaube, du hast recht. Mir geht's jetzt schon besser. Ich fühle mich vollständiger. Ich glaube, ich sollte jetzt schlafen. Okay. Der ist so ein bisschen auf Crack. Keine Ahnung, was mit dem ist. Dann wollen wir mal gucken. Kommen wir hier hin? Nee. Was ist das für ein Freak hier? Geh nicht auf den Markt. Wollen wir mal in die Gasse schauen? Geht nicht. Oder? Vielleicht doch? Nee. Hier wäre Sarah. Ja, oder ist sie Jessica? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat er die erwähnt. Also man sieht jetzt ja auch nicht, ob hier noch irgendwas ist oder so. Das finde ich auch sehr cool. Na, hier ist Vlad. Gehen wir mal hier auf den Markt. Ja, können wir uns hier umschauen. Sehr sexy. Aber gehen wir mal zu Sarah. Die Kleider dieser Frau mag dreckig sein, aber sie wirkt alles andere als vom Schicksal geschlagen. Hey, es geht mich zwar nichts an, aber ich würde da nicht lang gehen. Warum? Was ist denn da los? Ach, ein paar Halloweener. Sorgen mal wieder für Ärger. Sie zeigt Richtung Süden. Ah. Sie sind heute Morgen auf ihren schicken Motorrädern angebraust und haben sich auf dem Marktplatz eingenistet. Den ganzen Tag marschieren sie schon die Straße rauf und runter und mischen jeden auf, den sie sehen. Tja, typisch. Gut möglich, dass das genau die Typen sind, die wir suchen. Sonst irgendwas, was ich über die Gangster wissen sollte? Scheinen ja nette Zeitgenossen zu sein. Die können, also, ja, genau, sagen wir mal, die können sich auf was gefasst machen. Sie wirft ihr einen Blick zu und nickt. Mach dir da mal keine Sorgen. Ich bin helle genug, mich aus der Schusslinie zu halten. Die sind allerdings ein ganz schön harter Haufen. Also, sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Bevor wir mal Richtung Süden gehen, wollen wir noch ein bisschen erkunden. Wollen wir hier reingehen? Gucken, ob wir hier vielleicht noch ein bisschen Hilfe bekommen von irgendwelchen Freaks. Oh, da liegt noch was. Dazu muss man sagen, also aus dem Mega Drive-Teil, den ich kenne, war das halt so, dass du Leute anwerben konntest und die bezahlen musstest. Ja, weil hier in den Stories macht keiner was umsonst. In der zugemüllten Gasse verbirgt sich ein Hightech-Safe mit einem Magnet. Oder die einem Markkartenleser. So, nicht Magnet. Was lese ich da? An der Vorderseite. Öffne sie mit Jakes Safe-Karte. Du nimmst die Ausrüstung. Okay, haben wir gefunden. Oh.
Lasst das Zeug rüberwachsen, ihr Penner. Hey, warum bin ich nicht so sensibel? So, aus dem Nahkampf heraus haben wir nicht ein Messer. Das würde mich mal interessieren. Was ist das hier? Ist ja nur eine hergestellte Deck, also mal unser Deck genommen. Nee, haben wir doch nicht. Gut. Treffer! Treffer! So, Jake kümmert sich dann erstmal um den hier unten. Weg ist er. Gut, verfehlt. Tja, willkommen in den Barrens. Ich glaube, ich brauche ein neues Versteck für mein Zeug. Gute Verstecke sind schwer. In allen Städten immer der gleiche Dreck. Ich sollte hier also nicht auf Immobilien investieren. Nur stundenweise, ey. Du hast ja gesehen, wo ich so die Nacht verbringe. Jetzt, da wir ein bisschen Zeug haben, können wir uns mit den Halloweenern anlegen. Geh mal kurz beiseite. Kommst du mit? Wissen ob da. Jake! Danke. Wollen wir kurz zu der Prostituierten gehen? So, ein Date, Zwerg. Zwerge mag ich am liebsten. Ja, dann kauf dir ein. www.ebay.de oder so. Oh, hier ist noch jemand. Besorgter Mann. Der Mann vor dir scheint höflich, aber sehr nervös zu sein. Entschuldigung, Sir. Ich kenne dich nicht. Ja, Sir, aber ich kenne dich nicht. Ziemlich per Du. Aber du siehst aus wie jemand, der in einem Kampf nicht den Kürzeren sieht. Und wir brauchen gerade etwas Hilfe. Was ist dein Problem? Ich kämpfe nur, wenn ich dafür bezahlt werde. Immer mit der Ruhe. Wie kann ich helfen? Danke. Ein paar Rowdies mischen ständig den Markt auf, den wir hier abhalten. In letzter Zeit ist das schlimmer geworden. Ich glaube nicht, dass wir sie noch lange dafür bezahlen können, dass sie uns nicht in Ruhe lassen. Bezahlen uns was. Dass wir uns in Ruhe lassen. Entschuldigung. Aber keiner traut sich, gegen sich zur Wehr zu setzen. Und Lone Star hält sich auch raus. Wo finde ich diesen Markt? Wie viele sind es? Wie viel zahlt ihr? Ich denke, im Moment sind es nur zwei. Ich kann dir keinen Preis nennen, aber Mrs. James wird dich sicher fair entlohnen. Man konnte sehr geduldig. Wo sind sie? Das ist mir nicht genug. Ich habe aber richtig. Ich weiß nicht. Ja, genau. Wo ist dieser Markt nochmal? Okay, danke. Geh einfach Richtung Norden. Du wirst am Ende der Straße sehen. Ja, wollen wir mal kurz hier rüber gehen noch? Die uns schnacken. Also Richtung Norden. Das wäre also hier hinten. Oder wollen wir erst den Hauptauftrag machen? Ich bin unschlüssig. Ne, wir machen erstmal die Nebenquest. Würde ich sagen. Ein bisschen Erfahrungspunkte abzusnacken. Kommerz ist wie Unkraut, es gedeiht überall in den Rissen und Spalten der Welt. Inmitten der zerfallenen Gebäude der Redmond Barrens ist ein kleiner Straßenmarkt entsprungen. Gut, dann wollen wir mal gucken. Guck mal hier. Ey, Alter, jetzt zahl endlich. Ah, hier ist noch jemand. Oberschläger. Und gehen wir mal zum Oberschläger. Der Schläger versucht, die Verkäuferin mit seiner schieren Masse seinen widerlichen Mundgeruch einzuschüchtern. Die alte Frau hält ihm noch stand. Doch die Geduld des Schlägers scheint sich dem Ende entgegenzuneigen. Und er steht wohl kurz davor, alles klar, kurz und klein zu schlagen. Hä? Wer zum Geier bist du denn? Gebräuchliche Gangs kannst du benutzen hier zum Beispiel. Gebräuche haben wir ja nicht genommen als Gang. Und die Stärke. Aber das haben wir alles leider noch nicht. Ich wette, deine Mutter ist echt stolz auf dich. von dir habe ich gehört. Warum verpisst du dich nicht einfach? Ich würde gerne das Schutzgeld für diesen Monat zahlen. Wie viel ist es? Du bist kein Halloweener. Also, warum verziehst du dich nicht? Weil Gossenratten, die du mich anwidern, Geschäft ist Geschäft, ich mach dich fertig und krieg meine Kohle. Ich wusste doch, dass du bloß Probleme machen willst. Dash, leg diese Pfeife auf Eis.
ja. Ja, da rede ich. Nee, der nicht. Ich nehme erstmal die hier. Ladies first. Der auch? Nee, der nicht. Gut, dann werden wir. Ah, da ist eine Schusslinie. Gehen wir mal hier hin. Was das jetzt genau ist, weiß ich nicht. Hört sich aber interessant an. Ah! Ey! Schleif haben wir überhaupt noch. Oh, er hat sich geheilt. Na komm. Na komm. Weg mit dir, Drecks. Du nicht? Ja. 80% Crit-Chance. Game over. Da haben wir doch schon mal die Nebenquest. Und mit Mrs. James reden. Ich kann dir gar nicht genug danken. Eine Schande, dass es so gewaltsam enden muss. Ein Karma-Punkt erhalten, yeah. Aber diese Männer hätten sich mit nichts anderem zufrieden gegeben. Wir wollen doch nur unseren eigenen Weg im Leben gehen. Die Verkäufer gibt dir ein paar Nuyen. Bitte, das ist das Mindeste, was wir tun können. Nimm die Nuyen, behalt sie. Du brauchst sie mehr, als ich sie brauche. Das ist die Frage, wollen wir das Geld annehmen? Oder vielleicht hoffen, dass wir vielleicht noch Charaktere dazu kriegen, die uns helfen. Ob wir das Wort nehmen oder nicht, komm, wir sind mal. Das ist eine alte Frau. Komm. Das hat ja gar nichts gebracht. Die Frage ist jetzt: Wir haben natürlich Lebenspunkte. Heilen die sich nach der Zeit wieder selbst oder muss man sich selbst heilen? Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. So, dann wollen wir mal ein bisschen was in die Stärke setzen, vielleicht, oder, Nahkampf. Ich weiß nicht, ob man unendlich Munition hat, das habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut. Deswegen werden wir vielleicht mal, ach, können wir gar nicht. Wir haben nur zwei, wir brauchen drei. Na gut, Schnelligkeit, mal gucken. Nee. Schlechter, die treffen wahrscheinlich. Ja, die Wahrscheinlichkeit von physischem Angriff, das gibt es. Physisches Mal. Ja, brauchen wir auch drei. Ja, dann behalten wir da nochmal einen Punkt. So. Gucken wir mal. Nee. Gucken wir hier, ob irgendwas ist. Nee. Dann können wir weitergehen. Können wir jetzt mit dem wieder mal schnacken? Danke. Ja, bitte. So, im Süden ist der Markt. Da gehen wir aber. Waren wir, genau. Da gehen wir noch nicht hin. Gucken wir erstmal, was hier noch so abgeht. Pass auf die Gänge auf. Oder ist das dieser Platz hier schon? Ich weiß es gar nicht so genau. Dann gehen wir mal hier runter. Hier ist nicht noch ein Typ an der Bushaltestelle. Vielleicht hat man den schon. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Tut mir nicht weh. Ich mach doch gar nichts. Doch nicht. Ja, da sieht das ziemlich danach aus. Hier ist der Questbereich. Dann wollen wir mal hingehen. Hey, ihr Arschlöcher! Wenn ihr noch einen Schritt nach vorne setzt, wird es euer letzter sein. Das hier ist jetzt Halloweener Revier. Das ist einer der beiden, die entkommen sind. Hätte ich nicht nur daneben geschossen, hätten diese Idioten längst aufgegeben und wären weitergezogen. Moment mal, du bist mit Jake unterwegs? Das war eine echt blöde Idee, Chammer. Die Halloweeners holen sich dieses Kopfgeld. Dich zu töten, ist nur ein netter kleiner Bonus. Ah, gut. Okay. Oh, da hat noch ein dritter. Ey! Wir stellen uns mal hier rum. Bisschen Schutz. Nein! Ja, verklickt. So. Hallo, du Sau.
Ja, Panzerung erhöht. Und Genauigkeit 12%. Sechs Treffer. Wir müssen uns gleich mal heilen. So. So, schön. Machen wir erstmal einen Weg. Aber hast du schön getroffen. Oh, schwach. Mal 0,5 und 4 Schaden. Dann wollen wir mal. Wir benutzen hier Medikits. So. Belebt ein Teammitglied mit 25 Lebensenergie wieder. Das ist aber nicht. Ein einfaches Medikit. Das dich oder ein Teammitglied wird. 10 Lebenspunkte. Ja, keine Ahnung, über das hier. Was war das? Ha! Und wir können noch mal schießen. Getroffen. Wählt. Und verfehlt.